Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute würde ich euch gerne die Etepetete Biobox vorstellen. Ich erkläre euch in dem Video, was das ist, wie ich drauf gekommen bin und wie das Ganze funktioniert und was ich damit schon für Erfahrungen gesammelt habe. Und ich habe das bei einer YouTuberin gesehen, die das auch ausprobiert und nutzt. Und dann habe ich mich halt belesen. Die haben eine Website, ich glaube, die heißt Etepetete Bio. Ich mache euch den Link unten in die Beschreibung rein. Und die Website ist relativ übersichtlich. Etepetete hat einen Sitz in München, glaube ich. Und liefert deutschlandweit Boxen mit Obst und oder Gemüse in Bio-Qualität, und dieses Obst und Gemüse ist halt nicht für den Verkauf geeignet. Das heißt, es sind halt irgendwie krumme Gurken dabei oder irgendwelches Obst, was schon eine Stelle hat oder sowas. Und es ist auch für die Biobauern aus der Region eine Unterstützung. Da machen kleine Familienunternehmen mit oder auch größere Bauernhöfe. Genau, und auf der Webseite muss man sich anmelden und muss seine Lieferadresse angeben, und dann schließt man ein Abo ab. Das war so das, was mich ein bisschen aufgeregt hat, dass ich da gleich ein Abo abschließen kann, aber es gibt dafür eine Lösung. Also man schließt ein Abo ab, man kann entweder wöchentlich oder im 2-Wochen-Takt seine Lieferung bekommen. Und die Boxen, da gibt es 2 verschiedene Größen, und zwar eine normale Box, ich glaube Classic nennt die sich, das sind so 5 Kilo, oder halt eine Family Box, das sind halt 7-8 Kilo Obst. Die kleine Box, die ich mir jetzt bestellt habe, ich habe eine gemischte Box genommen, Gemüse und Obst, die hat glaube ich 22 Euro gekostet oder sowas. Und ja, ich habe gedacht, das ist schon ganz schön teuer, und es steht auch nicht genau drin, was da drin ist. Da steht halt nur ungefähr, was kommen könnte, und es ist halt regional. Die werben damit, dass es direkt vom Feld kommt und nach Hause geliefert wird. Ich habe mich einfach für eine gemischte Box entschieden, Obst und Gemüse. Wie gesagt, jede Kiste gibt es in 2 Größen. Einmal nur Gemüse oder nur Obst, eine gemischte Kiste oder Rohkost, Obst und Gemüse. Und man kann auch das Abo jederzeit ändern, dass man halt was anderes haben möchte. Und die haben Liefertage, ich glaube immer 2-mal die Woche. Und genau, wenn man E-Mail-Adresse hinterlassen hat, dann bekommt man auch immer eine E-Mail und eine Benachrichtigung, wann die Kiste kommt. Kommt, glaube ich, mit DHL. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und wenn man nicht da ist oder im Urlaub ist, dann kann man Lieferpausen angeben. Da kann man einfach das Datum eintragen, von wann bis wann man nichts bekommen möchte, oder halt kündigen. Genau. Ich habe so eingestellt, dass das Geld direkt abgebucht wurde vom Konto, aber ihr könnt verschiedene Zahlungsmethoden angeben. Genau, und dann kam die Kiste, und ich hatte Schwierigkeiten, die aufzubekommen, Messer und Schere, aber als ich sie endlich auf hatte, war es eine größere Kiste mit verschiedenen Abteilungen drin. Das Verpackungsmaterial ist auch recycelbar, also da war ein bisschen so Papier, Pappschnipsel drin und ein Karton, der in verschiedene Abschnitte abgegrenzt war. Ich hatte vom Obst her, ich glaube, 5 oder 6 Kiwis, die völlig normal aussahen, die jetzt keine Druckstellen hatten oder sonstiges. Dann eine Mango, die sehr gut geschmeckt hat. Also ich finde, ich schmecke einen Unterschied bei Bio-Obst und Gemüse. Dann gab es noch 2 Äpfel, mehrere Mandarinen und was war noch an Obst drin? Ach ja, eine Avocado. Ich weiß gar nicht, ob es zu Obst oder Gemüse zählt. Ich habe noch nie eine Avocado so gegessen. Aber jetzt habe ich es mal gegessen und probiert. Und außerdem waren dann noch
zwei Zitrusfrüchte drin, die ich nicht ganz einordnen konnte. Ich dachte zuerst, es hat eine Größe von einer Orange gehabt, aber es war innen drin rot. Und deswegen war ich mir gar nicht sicher, was es war. Aber es hat sehr gut geschmeckt. Und ich glaube, es war eine Grapefruit. Aber eine kleine. Genau, dann war da noch so ein kleines Kärtchen mit einem Spruch drauf und ein Rezept für ein Schwarzwurzel-Curry, glaube ich. Genau. Es gab nämlich Schwarzwurzeln. Noch nie gesehen, noch nie gekocht, aber jetzt habe ich sie mal probiert. Außerdem war da Mangold dabei. Ein kleiner, ich glaube Rosenkohl, wo die äußeren Blätter ein bisschen welk aussahen. Möhrchen, dann Paprika, aber halt diese langen. Nicht diese schönen, die man im Laden bekommt, sondern einfach so eine lange Paprika halt. Ach ja, und Knollensellerie, die ich dann auf Arbeit mitgenommen hatte, weil ich irgendwie keine Verwendung dafür hatte. Ja, und ich finde die Idee total cool. Vor allem, wenn ihr in einer WG lebt, wie ich, oder halt im Studentenwohnheim, das ist eigentlich eine coole Sache, das zusammen zu nutzen. Dieses Gemüse hält sich vielleicht, also und Obst, nicht so lange, wie wenn ihr das im Laden kauft, weil es halt frisch ist. Und ich finde, also ich habe einen Unterschied geschmeckt bei den Sachen. Ich habe auch immer so eine leichte Allergie, wenn ich einen normalen Apfel esse und Möhre. Und da war halt gar nichts. Und dafür, dass da Sachen sind, die teurer sind, teilweise so Schwarzwurzel, habe ich glaube ich noch nie im Laden gesehen. Gibt es wahrscheinlich nur auf dem Markt. Oder halt so ein Knollensellerie, den kaufe ich mir nicht jede Woche und verwerte den. Mangold, ja, ist halt auch nicht so billig und schmeckt aber mega geil. Und deswegen finde ich, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen den Hintergedanken, dass wenn ich mir Gemüse und Obst hole und was daraus mache, dann esse ich vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und unterstütze auch noch Biobauern, was ich auch eine sehr nachhaltige und gute Idee halte. ihr wisst schon, was ich meine. Also ich finde das Konzept sehr gut. Und werde das wahrscheinlich auch weiterhin nutzen. Ich hatte jetzt eine Kiste bekommen und ich glaube, nächste Woche kommt die nächste. Genau. Und mal schauen, was da dann drin ist. Vielleicht steige ich auch mal um auf nur Obst. Aber ich glaube, das mache ich im Sommer, wenn es auch sein könnte, dass da Erdbeeren oder so dabei sind. Es ist immer ein kleiner Schritt halt. Und ja, ich habe dabei ein gutes Gefühl, dass ich der Umwelt was Gutes tue und auch vor allen Dingen meiner Gesundheit. Ich glaube, es wäre für mich zu teuer, mich komplett bio zu ernähren. Aber wenn ich das Geld hätte, würde ich es machen und mit der Kiste. Es ist schon mal ein guter Anfang. Und falls es euch interessiert, ich packe euch den Link in die Beschreibung von dem Video rein. Könnt gerne ein bisschen auf der Seite rumstöbern und euch informieren. Und ja, wenn ihr Interesse habt, falls ihr das kennt, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder ja, wie ihr die Idee so im Allgemeinen findet, ob ihr das gut findet oder nicht und sinnvoll. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und ja, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und macht's gut und bis bald.